Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Blog geht es um das Thema Mindestlohngesetz wieder mal. Wir haben im vergangenen Jahr, habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Volker Dieneiger eine ganz umfassende Serie gemacht zum Thema Mindestlohngesetz und wir haben das Gesetz vorgestellt und auseinandergenommen, Punkt für Punkt und haben auch ein bisschen orakelt, wie es dann wohl im Jahr 2015, also jetzt, weitergehen wird. Und nun ist es soweit und jetzt seit Anfang des Jahres 2015 erreichen uns eben konkrete Fragen vermehrt. Wir hatten auch schon vorher das Thema, aber jetzt wird es eben ernst. Und ich werde jetzt hier in diesem Blog auf dieser Seite immer in losen Abständen die wichtigsten Fragen beantworten. Heute geht es nochmal um die Frage, wen betrifft nun eigentlich das Mindestlohngesetz? Tja, wen betrifft das Mindestlohngesetz? Grundsätzlich kann man erstmal sagen, jedenfalls alle, die im Jahr 2014 zuletzt weniger als 8,50 Euro pro Stunde bekommen haben. Schätzungen zufolge sind das 3 bis 4 Millionen Arbeitnehmer. Und in der Branche ist es so, dass ein ganz großer Teil, der weitaus überwiegende Teil in der Landwirtschaft und in der Gastronomie angesiedelt ist. Dann sind aber auch Branchen wie fleischverarbeitende Industrie, Taxifahrer, Friseure, Bäcker und natürlich die ganzen Mitarbeiter der Zeitarbeitsfirmen oder sehr viele Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen betroffen. Und das ist dieser ganze Niedriglohnsektor letztlich. Und dann ist die nächste Frage, mit der wir uns dann aber im weiteren Blog beschäftigen, ob nun wirklich der Mindestlohn ab 2015 für alle Arbeitnehmer auch dieser Branche gilt oder ob es da vielleicht Ausnahmen gibt.